Yo, ich zeige euch heute ein Zodiac Tribrigade Deckprofil, aber nicht nur das. Wir gehen ein auf Budget-Optionen, eine kleine Combo, die ihr machen könnt, falls ihr komplette Beginner seid und nicht wisst, wo ihr mit dem Deck anfangen sollt. Und was sind Karten, die ich benutzen kann gegen Zodiac Tribrigade, wenn ich dieses Deck einfach nicht mehr sehen kann und die Banger-Outs brauche, um die einfach sofort im Keim zu ersticken. Zodiac Tribrigade müsste aktuell das Top-Meta-Deck sein. Drytron schmeißt zwar krasse Turn-1-Boards, hat aber größere Schwierigkeiten going second und hier kommt Tribrigade genau richtig rein. Zodiac Tribrigade ist ein Agro-Deck, was One-Card-Starter hat, das heißt eine Karte, mit der ich solide Boards aufbauen kann, nicht absolut insane, nicht unbreakable, aber grundsolide. Und going second, wir spielen ganz viele Hand-Traps, was uns dann erlaubt, going second mit dem Gegner zu interagieren. Wir haben so viel Platz für Handtraps, weil, wie schon gesagt, wir haben One-Card-Starter. Das heißt, wir brauchen nur eine Karte, um so eine Base-Combo von dem Deck ins Rollen zu bringen. Und bevor wir reinspringen, lasst doch bitte ein Like und Subscribe da, wenn ihr noch mehr Deckprofile sehen wollt und gerne Kommentare, was ihr für Deckprofile sehen wollt. Und damit starten wir auch gleich rein ins Video. Für alle, die nur das Deckprofil interessiert, wir spielen 3 Nerval, 3 Maxe, 2 Keras, 3 Kit, 3 Ash Blossom, eine Schweifpeitsche, eine Rasseklinge, ein Rambok, 3 Fraktal, ein Pankratops, 3 Nibiru, 3 Topf der Begierden, 3 Blitzsturm, 3x Feuerformation Tanky, 2x vom Grab gerufen, 3x unendliche Unbeständigkeit und 2x Revolte der Star Brigade, um das Main Deck 40 Karten voll zu machen. Im Extra Deck spielen wir ein Zodiac Tigermörser, ein Zodiac Drachzack, ein Zodiac Eberbogen, ein Zodiac Hammerkong, um die Zodiac Engine komplett zu machen. Ein göttlichen Arsenal AA Zeus, ein Almirage, einen alter Krieger Doppeldrachenlord, eine Starbrigade Ferriit, die Ödnisblüte, eine Starbrigade Bearbrum, einen ein Starbrigade Rugal, eine Appaloosa, ein Zugangskodiersprecher und 2 Starbrigade Shuraik. Der Spielstil von Starbrigade ist relativ schnell erklärt, denn die Main Deck Starbrigade Monster teilen den ersten Part alle miteinander. Und zwar können sie ein Ungeheuer, Ungeheuerkrieger oder geflügeltes Ungeheuermonster im Friedhof verbannen und dann ein Ungeheuer, Ungeheuerkrieger oder geflügeltes Ungeheuer-Link-Monster, dessen Link-Zahl der Anzahl der verbannten Monster entspricht, specialen vom Extra-Deck. Das Ziel ist es also, deinen Friedhof voll zu knallen mit den Ungeheuerkriegern, Ungeheuern und geflügelten Ungeheuern, um dann in große Link-Monster von deinem Extra-Deck reinzugehen. Zu den Star-Brigaden passt wunderbar die Zodiac-Engine. Hierfür spielen wir 3 Karten im Main-Deck und 4 Karten im Extra-Deck. Die Zodiac-Monster im Extra-Deck erlauben es mir, immer mehr Zodiac-Extra-Deck-Monster übereinander als Xyz draufzulegen. Dies endet dann entweder Going First im Zodiac-Drachzack, der einen Quick-Effekt hat, mit dem er Karten schießen kann, oder wir enden auf dem göttlichen Arsenal AA Zeus Going Second. Diesen kann ich auf ein beliebiges Xyz-Monster rauflegen, wenn ich mit einem Xyz-Monster in diesem Spielzug angegriffen habe. Das heißt, wenn dann mein Xyz-Monster nach wie vor auf dem Spielfeld liegt, kann ich den Zeus da drauflegen und der hat den mächtigen Effekt, dass sich 2 Materialien von ihm abhängen kann und dann alle anderen Karten auf dem Spielfeld auf den Friedhof lege. Das Star-Brigade-Deck ist kein krasses Combo-Deck wie zum Beispiel Drytron, wo du ellenlange Kombos machst, aber es ist ein Agro-Deck mit ein, zwei kleinen Kombos, die ich jetzt zeigen möchte. Der Hauptstarter dieser Kombos ist in der Regel Fraktal. Die Kombo funktioniert, wenn du Starbrigade Fraktal und ein weiteres Starbrigade Monster auf deiner Hand hast. Ich aktiviere zuerst den Effekt von Fraktal und sende Kit auf den Graveyard. Kit wird jetzt ein weiteres Starbrigade Monster auf den Friedhof senden, in diesem Fall Nerval. Nerval addet mir jetzt ein Fraktal oder ein Keras auf meine Hand. Ich nehme Keras. Jetzt normal beschwöre ich mir das gerade gesuchte Monster. Note hier, falls ich ein weiteres
Monster hätte, hätte ich auch Starbrigade Kid normen können, weil ich Keras Spezial beschwören kann. Das spielt dann um Karten rum, die mir meine Normalbeschwörung negieren oder mir das erste Monster negieren. Aber wir machen mal weiter mit der Combo. Ich aktiviere jetzt Keras Effekt und verbanne zwei Starbrigade Monster. Es spielt keine Rolle, welche erstmal. Und wir beschwören die Ödnisblüte auf unser Feld. Jetzt aktiviere ich den Effekt von Ödnisblüte und Spezialbeschwöre von meiner Hand, das andere Starbrigade-Monster, womit ich gestartet habe. Jetzt mache ich aus der Ödnisblüte und dem Starbrigade-Monster, was den Effekt bereits aktiviert hat, um zwei zu verbannen und dann ein Link-Summon zu machen. Ich könnte jetzt hier den Effekt von Ödnisblüte aktivieren, eine Karte nachziehen und dann wieder eine zurück shuffeln. Muss aber nicht sein für das, was wir machen wollen. Wir aktivieren jetzt das Starbrigade Monster, was wir von der Hand spezial beschworen haben, was noch den Effekt übrig hat, wo wir zwei Karten verbannen können. Und machen jetzt ein Link 2 Beast Warrior. Aus diesen drei Monstern machen wir jetzt ein 3 Material Appaloosa. Und im Friedhof triggert Bear Brum. Und wir dürfen uns Starbrigade Revolte auf unsere Hand suchen und müssen jetzt eine Karte wieder zurück ins Deck packen. Ich setze Starbrigade Revolte und habe jetzt im gegnerischen Turn viele Beast Warrior Monster, die ich verbannen kann, um Shuraik aufs Board zu bringen. Und drei Monster Negates mit Appaloosa. Je nachdem, ob ich noch ein Zodiac Monster auf meiner Hand habe, hätte ich hier noch mit dem Drachzack enden können oder anderen Handtraps auf meiner Hand. Gehen wir jetzt einmal noch ganz kurz auf die Budget-Option ein. Im Extra-Deck ist hier nicht sehr viel zu sparen. Das Extra-Deck muss auch relativ so gleich bleiben, wie es ist. Also gerade auch bei den Ultra-Rares, das sind halt die Karten, die das Deck ausmachen. Aber im Main-Deck gibt es definitiv einige Ultra-Rares, die wir uns einsparen können. Einen Blitzsturm können wir zum Beispiel ersetzen mit entweder ein Zwillingszwister oder ein Raigeki. Eine Raigeki kriegen wir sogar in der Kampagne geschenkt, ist auch nur auf 1. Vom Grab herbeigerufen können wir ersetzen, theoretisch mit der DD-Krähe. Erfüllt nicht ganz den gleichen Effekt, stoppt aber auch eins der Top-Meta-Decks aktuell in Master Duel, und zwar Eldritch, indem ich den Eldritch Golden Lord mit der DD-Krähe verbanne. Auch sehr effektiv, aber ihr solltet dann fokussieren, falls ihr das Tri-Brigade-Deck fertig habt, dann doch vom Grab gerufen zu craften. Eine Ash Blossom kriegt ihr zwar als Bundle Deal, aber wenn ihr keine Lust habt, zwei weitere Ascheblüten zu craften, dann empfiehlt sich hier Kauz und Schlossvogel. Diese Karte ist sehr gut gegen Combo-Decks, da diese in der Regel sehr viel auf die Hand suchen und ziehen, und Kauz und Schlossvogel sagt, dass man dies dann nicht mehr tun darf. Und dann eine schöne Budget-Option für unendliche Unbeständigkeit, finde ich, ist der verbotene Kelch. Kommen wir jetzt zu den Karten, die Starbrigade stoppen können. Das sind zum einen Karten, die verhindern, dass man verbannen darf. Da die Maindeck Starbrigade Monster alle darauf aus sind, Karten vom Friedhof zu verbannen für einen Linksummon, und das Bossmonster Shuraik auch verbannt. Also wenn wir Verbannungen stoppen können, das wäre optimal. Eine Karte dafür ist zum Beispiel Artefakt Longinus Lanze. Der letzte Satz sagt, während des Spielzugs deines Gegners, Schnelleffekt, ich kann diese Karte von meiner Hand als Tribut anbieten und für den Rest des Spielzugs kann kein Spieler Karten verbannen. Außerdem könnte so eine Karte wie Tal der Toten extrem effektiv sein. Karten im Friedhof können nicht verbannt werden. Oder du verhinderst direkt, dass die Karten im Friedhof überhaupt anlanden. Karten wie Makrokosmos zum Beispiel sagen, dass die Karten, die auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt werden. Eine ähnliche Karte ist Dimensionsriss. Jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt wird, wird stattdessen verbannt. Und eine Karte, meiner Meinung nach zurzeit sehr underrated, Dimensionsverschieber. Diese Karte kann ich abschmeißen, solange ich keine Karten im Friedhof habe. Und dann bis zum Ende des nächsten Spielzuges wird jede Karte, die auf den Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt. Max C ist auch eine super Karte gegen Starbrigade, weil hier sehr viele Spezialbeschwörungen geschehen. Auch eine Ascheblüte spielen wir auch in dem Deck natürlich selber drin, gegen zum Beispiel den Effekt von Bear Brum zum Adden der Falle, kann auch sehr powerful sein. So Leute, das war das Starbrigade Deck Profile. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, falls es das getan hat, und subscribe für mehr Deck Profile und Master Duel Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bye, bye.